Hallo und herzlich willkommen hier beim gestürzten TV. Mein Name ist Flo und wir spielen heute eine Runde Jotun. Ich weiß ehrlich gesagt nichts über das Spiel. Ich habe nur die Screenshots gesehen, den Trailer ganz kurz. Und ich fand es so hübsch eigentlich, so für zwischendurch, dass ich mir gedacht habe, hey, dann machst du ein Let's Play draus. Und ja, ich lasse mich jetzt mit euch einfach mal überraschen, indem ich auf ein neues Spiel klicke. Ég man eftir hljóðinu, þegar veiðurinn splundraðist, ílfrinu í vindinu og öldu skellum í andliti mínu. Húð mín fraus úr kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafði áður upplifað og skipið okkar sökk. Í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálf gegnsætt net ránar við mér. Ég var dregin dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins. Dauðin var komin til að sækja mig. Baráttu vilji sálar minnar myndi ekki nægja til að slökkva þorsta ránar í bráð sína. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina, heldur í kyrrð og þögn. Okay, das ist ja prima. Wir starten und sind schon tot. Okay. Ich spiele das Ganze hier gerade mit einem Gamepad. Ah, hier ist Ausweichen. Das ist... Nee, man kann nicht in Zelda-Manier Büsche zerschlagen. Oh, dauert das so lange, wenn ich jetzt Y drücke, dass sie... Ja, nicht schlecht. Okay. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Oh, das sieht echt schick aus, eigentlich. Sehr minimalistisch, aber wenn man jetzt auf den Umhang guckt, wenn man läuft, dann auch da jeden kleinen einzelnen Schatten von den Härchen. Das ist voll hübsch. Oh. Ah, ich kann ja hier noch... Wow. Ja, ich musste gerade mal kurz die Landschaft ein bisschen genießen. Hammer. Echt schön. Yggdrasil, tenging hinna nýju heima, gullfallegur. Jo, da hat sie recht. Und das da hinten, der Baum, das ist Yggdrasil, wahrscheinlich. Von dem aus die ganzen anderen Welten auch ausgehen. So, hier haben wir eine Höhle. Was haben wir da unten? Nichts mehr, also ab in die Höhle. Aha. Okay. Der Grabhügel. Jotunheim. Í hverju borði þarf að finna eina rún. Þegar hún hefur verið fundin, ræður þú hvort þú heldur áfram að kanna svæðið eða snýrð aftur í ginnungagap. Ah ja. Okay, was ist, wenn ich jetzt... Pausiere, um die Karte zu sehen. Wo sind wir? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Weiter. Ich schlage jetzt hier einfach mal drauf ein, aus der Hoffnung. Nee. Weil das... Wo muss ich denn... Und so? Ah, ja klar. Moment. Y kann ich ausprobieren. Und... Ja! Okay. Cool. Ah, und das wächst wieder nach. Hm, hier gibt es nichts irgendwie versteckt. Gut, dann hacke ich mich jetzt gleich einfach mal hier durch. Ah, schon mal da. Da können wir auch irgendwie rum. Ich bin mal echt gespannt, was das Spiel hier so zu bieten. Was ist das? Glitzersteine. Oh, nee, Glitzerblumen. Kann ich die? Nö. Okay, ich habe keine Ahnung, wofür das ist, aber hier darf ich wahrscheinlich nicht durch. Wenn das hier so verpestet alles, dann müssen wir... Ja. So, jetzt.
Ah ja, genau, mit A kann ich ja nochmal hier... Oh, was, wer ist das? Okay, ich drücke nochmal kurz Start. Sind wir jetzt da unten bei dieser Flamme vielleicht? Genau, weil das Dunkle könnte genau die Gegend sein, wo wir jetzt gerade eben durchgelaufen sind. Oder auch nicht. Boah, mal gucken. Ich will da aber hier oben noch mal kurz gucken, ob es da irgendwas gibt. Nee. Da nicht. Da unten vielleicht noch irgendwas? Ja. Nee, scheint nicht so. Laufen wir mal hier weiter. Ich weiß halt gar nicht, wie viel man bei dem Spiel hier so erkunden kann. Und was klebt denn da an dem Baum? Ach, Schnodder. Okay, dann laufen wir mal weiter. Weiter. Ja. Oh, oh. Aha. Wer bist denn du? Okay, irgendwas leuchtet jetzt. Ah! Folgt er mir mit seinem Auge? Tatsächlich. Ich halte Mimes Brunner, was ich mir fortnade Euga Minu, mein Enturnier bei der Liefdit und Krafta. Okay. Also, wenn wir drauf gehen, kommen wir da wahrscheinlich wieder raus. Vielleicht. Wir werden es sicher noch rausfinden. Und was ist das jetzt? Da ist... Ich laufe mal zu dem Kerl. Nö. Mal schauen, ob wir hier... Ja! Nein. Okay, warte mal. Das geht nicht, wenn wir hier drüben drauflaufen. Geht da auch... okay. Unten haben wir das Siegel schon aktiviert. Vielleicht müssen wir jetzt hier einmal nach links, um irgendwas zu aktivieren. So. Jetzt laufen wir hier mal schnell durch. Alter. Also jetzt schlagen wir uns ja noch ganz gut. Wow. Lauf! Lauf! Schneller! Ah, es geht schon los, geht schon los. Ich verkack's schon. Alter. Ich bin halt fast hinüber. Okay. Es scheint keine Heilung für mich zu geben. Okay. Was war das? Mir hlotnast heilun goðanna. Hilsi þér Frigg. Drottning Ásgarðs, gyðja fæðingar og visku. Okay, cool. Irgendwas haben wir bekommen. Einmal ganz kurz. Nein, nein, nicht. Weiter. Hoffentlich sind wir irgendwo da gespeichert. Nein. Ich wollte ja eigentlich hier hin. Gamepad-Steuerung. Gotteskraft benutzen auf B. Gotteskraft wechseln. Oben links. Okay. Sind wir jetzt tatsächlich wieder ganz da vorne? Verdammt. Ah, genau. Und B, das ist die Heilung oben links. Thinking in a new home. Gullfallegur. Ah, da unten waren wir schon gerade eben. Da in der Mitte bei den Steinen. Dann können wir dann nach links durch das Sumpfgebiet und rechts müssen wir dann die ganzen Ranken wieder kaputt hauen. Und dann können wir nach oben zum großen Stein. Das klingt nach einem Plan. Ja, und ich bin jetzt hier... Verdammt. Mir ist das vorne auch schon kurz vor der Aufnahme aufgefallen. Da habe ich die Einstellungen kurz angeschaut. Das geht so furchtbar schnell, kann man da durchscrollen, sage ich mal, mit dem Gamepad durch das Menü. Es war Wahnsinn. Und jetzt gerade eben ist mir genau hier das passiert, dass er so schnell runtergescrollt hat, dass ich versehentlich auf Verlassen gegangen bin. Leider. Aber wir sind jetzt ja wieder voll. Nicht mehr lange, wenn ich es weiter so doof spiele. So.
Wunderbar. So, jetzt können wir warten bis da das hier und dann können wir hier. Cool, jetzt sind wir auch gleich wieder da, wo wir gerade eben das Spiel verlassen haben. Dann schauen wir mal, dass wir die linke... Oh, da sind die Augen zu. Die machen wir mal schnell wieder auf. Mimir, erfrischt deinen Geist. Okay. Ah, oben links habe ich jetzt zwei stehen. Ja, ich habe einmal die Heilung verwendet, jetzt steht da wieder zwei. Cool, also da kann ich das aufladen. Und bei Frick, gerade eben habe ich die Fähigkeit bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch aufladen kann wieder bei ihr oder wie das so läuft. Müssen wir mal gucken. So, einmal warten, bis das hier verpestet hat alles. So, bin ich jetzt hier sicher bei dem Blümchen? Nein. Okay. Aber hier bin ich sicher, hier bin ich sicher. Boah. Das ist ja, muss man voll timen hier alles. Hey, shit. Jetzt da unten noch, oder? Aber diesmal kommen wir sehr gut durch. Ohne, dass wir verpestet werden. Aber jetzt werden wir verpestet. Wahrscheinlich gleich. Oder auch nicht. Juhu. Perfekt. Jetzt gehen wir nochmal zu Frick. Wo nichts passiert. Okay, wahrscheinlich können wir an diesen Dingern immer wieder was aufladen. Nee. Okay, passiert immer noch nichts. Dann laufen wir hier mal weiter. Und dann haben wir hier einen Ast wieder zum Kaputthauen. Ah, cool. Ah, da. Da ist. Boah, ich bleib jetzt hier stehen. Die kommen nicht so weit. Verdammt. Bin ich jetzt hier? Sobald ich in die Nähe komme, schlagen die. Ah, und wenn die da liegen, dann kann ich da nicht mehr durch. Das ist nicht so super. Aber gut. Das muss man alles noch lernen, ne? Ich habe schon vom Tom gehört, dass das Spiel anscheinend sehr, sehr schwer sein soll. Ich bin da mal sehr gespannt, wie oft ich mir da die Zähne ausbeißen werde. Okay, jetzt haben wir das da. Und wo kommen wir jetzt raus? Wo kommen wir raus? Ah ja. Ah, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, aber wir haben links vergessen, da noch was zu aktivieren. Dann schauen wir mal kurz. Wahrscheinlich mussten wir dann ein bisschen nach unten laufen. Auf der linken Seite. So. Jetzt warte ich noch schnell, bis da unten das Gas weg ist und dann laufe ich da runter. Ist nichts. So, das wird jetzt alles ein bisschen eng hier. So. Schauen wir mal. Alter, dieses Gift überall. Fuck, ich frage mich, ob die immer reagieren, wenn wir in der Nähe sind, oder ob das schon so getimed ist, alles. Wow. So. Jetzt da hochfetzen. Boah, Alter. Aber geschafft. Juhu. Ah. So. Jetzt können wir hier... Cool, dann können wir jetzt wieder nach unten laufen. Ah. Aber nicht in die Giftwolke. Scheibenkleister. Ah, jetzt bin ich reingelaufen. Boah, das haut ganz schön rein, das Gift. Ob das ewig bleibt, bis wir tot sind, oder ob das
keine Ahnung, nach einer Zeit aufhört. Würde mich hier mal interessieren. Ich will es ehrlich gesagt nicht ausprobieren, weil wir sonst wieder ganz am Anfang landen. Aber jetzt haben wir hier die Siegel alle. Hey, was ist da los? Aha. Okay, oh, der wird größer. Finde ich nicht gut. Okay. Bis jetzt noch ganz easy. Nur. Ah, er hat mich erwischt. So, kann ich denn da? Ja, ich glaube zwischen seinen Beinen durch. Wäre mal interessant. Ja, sehr cool. Cooles Feature. Wenn man schon so gegen große Gegner kämpft, dann muss man auch zwischen ihren Beinen durchlaufen können. Das ist das Mindeste. Okay, cool. Aber ich glaube, zwischen den Beinen hier sind wir jetzt total sicher. Ja, den kriegen wir jetzt klein. Du hast keine Chance. Megi þessi signi dauði veita þér endanlegan frið. Amen. So, und was uns auf der anderen Seite der Höhle erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis bald, ciao!